Themen anpacken, Erfahrungen austauschen, die Welt weiter und vor allem leichter denken. Darum ging es beim Future Sachs Innovationsforum in der Oberlausitz in Zittau. Im Leichtbau haben sich sächsische Kompetenzen entwickelt, die in deutschlandweit und im internationalen Vergleich hervorragend abschneiden. Aber noch bleibt die industrielle Nutzung hinter dem verbrannten Potenzial zurück. Deshalb ist es auch wichtig für die sächsische Wirtschaft, sich die Stärken des Leichtbaustandorts Sachsen zunutze zu machen. Die Veranstaltungsreihe findet regelmäßig zu verschiedenen Schwerpunktthemen statt. Diesmal stand die Schlüsseltechnologie Leichtbau im Mittelpunkt. Beim Innovationsforum wollen wir aus ganz Sachsen Teilnehmer aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringen, die branchenübergreifend sich mit einer Thematik auseinandersetzen. Es ist auch diesmal wieder wunderbar gelungen und insbesondere der interaktive Austausch zwischen den Teilnehmern um neue Kooperationen, neue Ideen oder auch einfach nur einen Gedankenaustausch anzuregen, hat super funktioniert. Welchen Stellenwert kann der Leichtbau künftig einnehmen? Was kann man tun, um Wissenschaft und Wirtschaftsunternehmen besser zu unterstützen? Fragen, die an die Stars der Leichtbauszene aus Freiberg, Chemnitz, Dresden und Leipzig gingen. Forschung und Wissenschaft in Sachsen sind gut ausgerüstet und müssen eigentlich auch jetzt dem Mittelstand zur Verfügung gestellt werden. Auch dort müssen die Kapazitäten greifbar sein, dort müssen sie jemandem erzählt werden. Das hat auch was damit zu tun, die Story zu erzählen, was ich kann und meinem Gegenüber zu erklären, was er bei mir eben auch einkaufen kann. Nach kurzen Impulsvorträgen, die beim Einordnen von Projekten Menschen und Machern halfen, kamen die rund 100 Teilnehmer selbst zum Zug. In 4 Themenwerkstätten wurde effektiv diskutiert. Einmal mehr standen ressourceneffizientes Bauen, Recycling oder Naturfaserverbundwerkstoffe auf der Agenda. Am Ende waren sich alle einig, Sachsen ist Leichtbauland und das Innovationsforum ein guter Motor, um branchenübergreifend Entwicklungen anzukurbeln. Es ist sehr interessant, gute Mischung zwischen Praxis und akademisches Wissen. Sehr gute Panel-Teilnehmer, einen guten Austausch wirklich. Wie kann man eigentlich die Brücken schlagen? Also sehr, sehr interessante Veranstaltung. Etwa 75.000 Menschen arbeiten derzeit in Sachsen in leichtbaurelevanten Unternehmen. Hochschulen und Institute forschen zum Thema. Dazu kommen Industrie- und Exzellenzcluster und eben auch Standortvorteile wie Zittau. Im kommenden Jahr wird der Standort im Dreiländereck um eine Projektgruppe reicher. Die Hochschule Zittau-Görlitz plant eine weitere Kooperation mit dem Fraunhofer IWU. Wir werden die Kompetenzen Energietechnik, Automatisierung auf Seiten der Hochschule mit den Kompetenzen Leichtbau, additive Fertigung auf Seiten des IWU zusammenbringen in so einer Projektgruppe und wollen dann in Zukunft entsprechende Produkte für die Region, für den Freistaat und darüber hinaus entwickeln. Ein besonderes Highlight für die Teilnehmer war der Blick hinter die Kulissen des Fraunhofer Kunststoffzentrums Oberlausitz. Gerade das gegenseitige Interesse von Wissenschaft und Wirtschaft anzuregen, war es dann auch, was das Future Sachs Innovationsforum 2018 ausmachte. Gemeinsam sind wir stärker, so das Fazit der Veranstaltungsreihe. Und genau dort wird sie in ihrer Fortsetzung im nächsten Jahr ansetzen.